Das hilft ungemein. Da gab ich noch einen Tipp gleich ab. Wenn wir heute in die Höhle fahren, atmet sie gleich durch die Nase und sie werden etwas Wunderbares erleben. Einen ganz besonderen Duft in der Höhle. Schaut es sich hier um, wir sind im größten befahrbaren Raum der Welthöhle. Kommt ein Tipp, ganz wichtig, genießet es da vorne, was kommt vielleicht, es sitzt im Boot, wenn du da hinten bist, ist es sich schwer vermeiden. Schaut sie hier ins Wasser, greifen sie hinein, glasklar, Trinkwasserqualität. Fühlen sie mal, wie frisch das ist. Wir sind derzeit 8 Grad Wassertemperatur, ja. Das schwimmt zwischen 6 und 10 Grad. Für die zum Baden brauchen Sie ein bisschen Mut. Lufttemperatur wie in allen Höhlen, Schwäbischen Alpen. Das ist jetzt ganz wichtig, 80%. Ein Fisch kommt gerne in die Höhle herein, er geht wieder in seine Nahrung. Das Einzige, was wachsen kann in Höhlen, schauen wir nicht, weil es sind dann die Dinge. Da gibt es ein bisschen Lernflora, Moos und Pflanzen. Das ist jetzt nichts. Wassertiefe in der Höhle durchschnittlich 3 Meter. Bruchsteine, Säte, noch keine. Die Höhle wurde erst vor 2 Millionen Jahren ausgespült. Der Bruchsteinhöhle ist 6 oder 8 Millionen Jahre alt. Ich mache mir da ein bisschen einen größeren Bogen. Den schaut sie rechts auf dem Felsen, ruht sich gerade Schlange aus. Das ist eine echte grüne Gummischlange. So, und jetzt der Blick nach links auf das Boot. Hätten Sie schon mal was gehört von der Lipsumer Höhlenstulle? Ja, genau. Ja, genau. Die liegen jetzt derzeit 5 Unterschiede auf diesem Boot. Und das ist auch das Aroma. Das sind Christstollen. Ganz neu in der Höhle seit dem Frühjahr unter Wasserbeleuchtung. Die Höhle wurde dadurch optisch verändert, weil wir viel mehr sind. Jetzt geht es hinein in das mystische Innere der Schwäbischen Alb. Über uns bereits 10 Meter Kalkgestein. Der Höhlenzwerg passt auf, dass keiner Unfall macht in der Höhle. Und da kommt sogar Froschkönig mit goldenen Kugeln. Die machen bei Nacht Party und morgen früh muss man Höhle fegen, wenn es so gestaubt hat. Ja. Und nun wird es unheimlicher. Schauen Sie nach vorne, links, rechts, oben. Es wird enger, es wird niedriger. Ausgehöhlt wurde vom Wasser. Und bei Morgen hätten sie bestimmt das Frühstück demonstrieren, wie sie sich wunderbar in einer Höhle verneigen können. Es ist einmal, es ist ein Erlebnis, ein Abenteuer, ein Wunder der Natur. Noch besser gezeigt durch das Unterwasser. Links von uns sind etwa 3 Meter breit. Der Höhlengeist. Vorne ist die Projekt, wie die Decke runtergeht, bei 70 Meter unter die Wasserfläche. Jetzt wird es erst interessant. Da drin ist so, das Boot kann ich drehen, das Boot kann ich bitte, Sie werden staunen, denn ich, ja, ich bin bereit ausgestiegen. Sie fahren alleine, weil ich noch
Wenn's Brot vom Licht fällt, was sage ich Ihnen jetzt schon? Auf Wiedersehen. Es sind auch schön, mit Ihnen zu fahren. Blick vorne rechts ins Wasser, da liegt eine Leine. An dieser Leine gehen die Taucher ins Innere der Höhle. Das ist die Führungsleine. Besser wie Leiche. Dort vorne kommt auch das Quellwasser her. Die Quelle hat eine Schüttung von durchschnittlich 600 Liter Wasser in der Sekunde. Treibt uns nachher zur Höhle raus. Vorne links ein kleiner beleuchteter Höhlenraum, man kann nicht einfahren. Und weiter kommt niemand. Aber jetzt geht's los. Die zwei vorne, sie dürfen jetzt auf meinen Platz sich sitzen. Und die nächste sitzt dann auf die freigewordene Bank. So einfach dreht der Schwabe ein Boot, wenn es keinen Platz hat. Das ist doch clever. So gut. Ja? So, und ich habe auch wieder einen Platz und wir kommen vorwärts raus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist die gleiche Höhle wie beim Einfahren. Deswegen brauchen Sie bloß Ihr Wissen anwenden jetzt. Und verweigert es sich wie gerade eben. Man geht gar nichts schief. Hände wieder im Boot lassen, falls das Boot streift. Und der Kopf bei Bedarf einziehen. Ja, und hier sieht man rechts jetzt das Wasser und bekommt den Eindruck, als würde es stehen. Und das täuscht gewaltig. Denn wenn Sie draußen sind, dann sehen Sie, wie das Wasser schnell von der Höhle wegfließt. Und komm an der Brücke, kommt von links oben aus dem Glastal der Hasenbach. Die vereinigt sich da vorne zu der Zwiefalter Ach. Und den Zwiefalter durch geht alles in die Donau. Und Sie erleben jetzt, wie ruhig eine Höhle sein kann. Sie sehen, wie die Lichter sich im Wasser spiegeln. Sie hören Tropfen von der Decke fallen. Und die Wägen sich dort auf einen Tropfen erwischen. Das ist was Edles. Raritäten, diese Tropfen. Ja, und der Stein ist auch. Ja. Diese Christstolle, ja, am 14. dieses Monats, wenn ihr diese Stolle hier wieder abholt, kommt in die Nähe und da ist SWR dabei, das wird wieder aufgezeichnet. Wir können den Stolle noch nicht mitnehmen, das Aroma können Sie einatmen. Das wird auch sehr anders anlegen mitnehmen aus der Höhle, das kostet gar nichts. Wenn Sie anlegen möchten, dann sitzen Sie jetzt schon mal aufrecht ins Boot. Ja. Dann dürfen Sie da vorne eine Münze noch Höhlenbeulen. Höhlenbeulen halten 4 Tage in wunderschönen Farben. Und was nichts kostet, das nimmt man natürlich mit. Ich darf bei Ihnen mit meiner Dessertenstange beginnen. Tags, ich komme näher, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es schön war, erzählt es weiter und wenn es nichts war, schweigt es. Bleiben Sie bitte sitzen, bis ich sage, aufsteigen und mach die Kerze erst hinten und noch vorne fest. Dann geht gar nichts mehr schief. Und dann hoffe ich, dass der kleine Ausflug Ihnen gefallen hat. Prima. Prima. Danke, schön war's. Bitte schön. Wiedersehen.